Hey guys und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es schon wieder einen Vlog, denn ich mache mich heute schon wieder auf den Weg. Und zwar geht's heute nach Amsterdam. Leute, das habt ihr schon im Titel gesehen. Und zwar mache ich das Ganze mit der lieben Anna, mit der ich eigentlich meine große Weltreise machen wollte. Aber das ist obviously momentan nicht möglich. Deswegen haben wir uns eigentlich für Paris und Amsterdam entschieden. Paris ist jetzt aber leider ein Risikogebiet, deswegen wird das leider auch nichts. Deswegen machen wir jetzt Amsterdam und dann haben wir noch so ein paar Tage, wo wir noch gar nicht wissen, was wir machen. Ob wir einfach verlängern oder noch mehr an den Strand fahren oder in Deutschland was machen, das wissen wir noch nicht. Ja, und das werdet ihr dann auch irgendwie erst am Ende des Videos sehen. Ich weiß es ja auch noch nicht. Ja, und ich dachte, ich nehme euch einfach mal wieder mit und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. So Leute, ich bin gerade dabei, mein Video noch zu schneiden. Ja, jetzt muss ich gerade was zwischenspeichern und in der Zeit werde ich jetzt einfach mal anfangen, meinen Koffer zu packen. Wir haben leider schon 12:30. Ich wollte um 12 losgefahren sein. We need music. Ohne Musik läuft bei mir gar nichts. So Freunde, es ist 15 Uhr und ich sitze endlich im Auto. Ich habe endlich geschafft und ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ich gehe jetzt nochmal schnell tanken und dann mache ich die allererste 4,5 Stunden Fahrt ganz alleine. Ja, mal schauen, was ich so mache. Spaß, auf die Straße konzentrieren. Wir sehen uns. Also ich habe jetzt mehr als die Hälfte geschafft. Bin auch geschafft. Ich werde langsam müde. Ja, hier sind sau viele Baustellen. Nice. So Leute, wir haben jetzt 10:30 und wir waren eben noch griechisch essen. War voll lecker. ja, und ich bin um 7:30 angekommen und die Anna ist um 8 angekommen und ja, sind wir wieder vereint. Und genau, wir übernachten jetzt eine Nacht hier bei meiner Oma und dann geht es morgen früh endlich los nach Amsterdam. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 8 Uhr, beziehungsweise haben wir jetzt mittlerweile 7:30. Wir sind um 8 aufgestanden und ich habe eben schon geduscht, wie ihr sehen könnt, und gleich geht's frühstücken und dann geht's endlich los. Ach nee, davor gehen wir noch in den Supermarkt ein paar Snacks oder so kaufen und was zu trinken. Und ja, ich freue mich. So Leute, wir sitzen jetzt im Auto. Endlich. Wir haben jetzt, glaube ich, 10:30, ne? Ja. Und wir gehen jetzt noch schnell tanken. Wir haben eben noch ein paar Snacks und was zu trinken geholt und dann geht es aber endlich wirklich los. So Leute, wir sind jetzt endlich angekommen nach einer 3,5 Stunden Fahrt. Die war aber eigentlich ganz angenehm, ganz gechillt und ja. Wir sind jetzt in unserem Hotel angekommen. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist das Badezimmer. Wahnsinn. Und hier ist unser Bett. Das crazy Ding ist ja, dass wir eigentlich vor Monaten ein Hostel gebucht haben, halt mit so Gemeinschaftsbadezimmer und so weiter, um halt Geld zu sparen. Und jetzt wurden wir gestern ganz spontan in ein Hotel geupgradet. Gleicher Preis, aber halt alles viel schicker und ein eigenes Badezimmer und gute Lage. Also mega nice. Wir chillen uns jetzt erstmal kurz hin und dann gucken wir später mal, was wir machen. Wir haben uns gerade erstmal ein paar Pommes gegönnt, weil wir haben mega Hunger, weil, wie man das auch immer ausspricht. So Freunde, wir waren jetzt eben noch lecker Pizza.
zwei Essen, haben uns aber nur eine geteilt, weil wir vorher Pommes gegessen haben. Und dann haben wir uns auch schon auf den Nachhauseweg gemacht. Und wir planen jetzt einfach so ein bisschen die nächsten Tage, haben wir eben schon halt beim Essen gemacht. So Leute, ein neuer Morgen hat begonnen. Wir haben jetzt ungefähr 10 Uhr oder so und wir sind gerade mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren und wollen jetzt in Richtung Blumenmarkt gehen und gucken mal, ob wir da irgendwas zu frühstücken bekommen. Und mal dein Taschenchaos hier zeigen. Viel. Wo sind wir gerade? Bei Burger Bar. Hier, das können wir auch einmal. Burger Bar. So Leute, wir sind vor ungefähr, ich würde mal sagen, einer Stunde oder so nach Hause gekommen. Wir haben eben, habt ihr gesehen, noch Burger Mittag gegessen. Also das ist eben, das ist jetzt auch schon wieder her. Und ja, jetzt haben wir uns einfach ein bisschen ausgeruht und überlegen gerade, wie unsere Reise weitergeht und ob überhaupt. Ich wollte euch auf jeden Fall zeigen, was ich mir geholt habe. Also erstmal haben die Anna und ich uns drei Beutel gekauft. Die fanden wir voll süß. Die haben wir am Blumenmarkt gefunden. Ich habe einmal die und einmal mit dem grünen Fahrrad. Dann habe ich mir neue Polaroid-Bilder von HEMA gekauft. Dann habe ich vom Blumenmarkt noch 6 verschiedene Blumen. Die sind aber für meine Oma. Dann war ich noch bei Rituals und habe ich so ein Car-Parfüm gekauft. Also nur ein Refiller, weil das eigentliche Ding habe ich noch. Dann hat der Mann uns voll süß, hat uns noch so ein paar Sachen mitgegeben. Der war echt lieb. Dann war ich bei Brandy Melville und habe mir diesen süßen Rock gekauft. Ich freue mich so. Und dann habe ich mir noch so einen Oversize Crop Top gekauft. Und dann habe ich mir noch eine High-Waist Jeans bei Abercrombie gekauft. Ich habe zwar gehofft, dass es heute ein paar mehr Klamotten sind, aber ich kann mich echt nicht beschweren. Also ich habe heute einige schöne Dinge gekauft und bin sehr, sehr happy damit. Das ist unser heutiges Abendessen. Wir waren eben in einem Supermarkt und gehen heute mal nicht essen. Und dazu gucken wir jetzt gleich ein bisschen Netflix. Hallo Leute, wir sind jetzt gerade in der Schlange von Madame Tussauds. Wir haben eben, also vorhin noch was Kleines gefrühstückt bei einem Bäcker und ja, sind dann direkt in die Stadt gefahren. Und jetzt stehen wir hier an. Wir haben uns schon Tickets gekauft, aber wir müssen trotzdem in der Schlange anstehen. Yay! Also, sehen wir uns gleich drin. Yeah.
Schaut mal, Leute, hier gibt es ein... Ist das ein Restaurant oder ein Café? Ein Café, oder? Da hinten, das ist in einem Gewächshaus drin. Wir sind hier übrigens gerade auf so einer Art Insel, Stadtteil, was auch immer, von Amsterdam. Wir konnten mit einer kostenlosen Fähre hier rüberfahren. Und hier ist überall so Graffiti und da drüben ist so ein Art Flohmarkt. Und hier laufen richtig crazy Leute rum. Ich habe in den letzten 2-3 Tagen fast kaum noch gefilmt, weil wir einfach sonst nur so in der Stadt waren und so, was ich vorher euch schon gezeigt hatte. Und ich wollte auch nicht, dass es für euch langweilig wird. Ja, und wir sind jetzt auch schon wieder zu Hause. Ich habe gestern die Reise und alles gar nicht mehr gefilmt irgendwie. Ich war aber auch ziemlich müde und wollte die Fahrt ehrlich gesagt einfach nur so hinter mich bringen. Und dann war ich gestern Abend auch viel zu müde, bin eigentlich fast gleich ins Bett nach dem Abendessen. Und jetzt ist halt neuer Tag, ich bin jetzt wieder bei meiner Oma und morgen früh geht's dann nach Hause. Also eigentlich wollten wir jetzt noch weiterreisen, aber das hat einfach nicht mehr so geklappt. Also es hätte geklappt, aber es war alles so super, super teuer und ehrlich gesagt wussten wir nicht so genau, was wir dann noch machen sollen und so. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt einfach lieber nach Hause und wie gesagt, fahr dann morgen früh wieder nach Hause. Hey Leute, wir haben gerade 13 Uhr, es ist der nächste Tag. Oh, help, meine arme Kamera. Es ist der nächste Tag, 13 Uhr und ich bin schon wieder auf dem Heimweg. Meine Oma und mein Opa verabschiedet und bin jetzt wieder auf dem Weg zu meinem richtigen Zuhause. Hey Leute, es ist einfach schon wieder 10 Uhr abends. Ich habe mich schon wieder den ganzen Tag nicht gemeldet. I'm so sorry. Aber ja, Leute, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Außerdem könnt ihr sehr gerne den Abonnier-Button drücken und die Glocke aktivieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich wieder ein Video gepostet habe. Und dann sehen wir uns nächste Woche in einem neuen Video. Bis dann, tschüssi! We'll be right back.